So eine Tea-Party hätte ich mir nie vorstellen können. Aber ich find's toll. Ich liebe es. Ein Tee? Tee und Schnittchen? Gute Frage. Kein Skript. Unbestreitbar. Du warst plötzlich in einer Welt, allerdings, die dich nicht erwartet hatte. Das war wirklich hart. Und weh. Ich brachte mich oft in Schwierigkeiten, weil ich den Mund nicht hielt. Du lässt dich nicht einschränken. Nein, warte, ich würde gerne deine Antwort auf die Frage hören. Ich kann nicht glauben, dass ich das erzähle. Viel Glück, Redaktion. Und ich erlaubte Hollywood nicht, mein Innerstes zu manipulieren. Ich wusste, ich kann nur heilen, wenn ich meine Geschichte teile. Also erzählte ich sie. Am Anfang nahm ich den Rassismus kaum wahr. Endlich konnte ich die sein, die ich wirklich bin. Wow, wegen Frauen wie ihr stehe ich da, wo ich heute bin. Ich wies ihn darauf hin, dass ich eine Frau sei. Er meinte, dann eben Moms. Für mich ist Verletzlichkeit eine Stärke, keine Schwäche. Verletzlichkeit bedeutet Mut. Als Transmensch erfahre ich nicht so oft Liebe und Unterstützung. Das ist eher selten. Meine Mom hat das mit so viel Anstand und Mitgefühl hinbekommen. Eine Frau, die gerade erfährt, dass sie schwanger ist, hört dich. Deshalb sind wir hier. Du bist Schauspielerin, Tänzerin, Regisseurin, Produzentin, Mentorin. Fehlt noch was? Choreografin. Verdammt, hört auf, ich kann nicht mehr. Das ist sehr wertvoll. Das stimmt. Es ist das, was ich tue. Ich bringe Menschen zusammen.